Es ist ein nebelreicher Morgen, als die Mutter der Familie Feldmann ihren Sohn zur Schule bringen will. Olaf, sieh zu, dass du fertig wirst. Du kommst sonst zu spät zur Schule. Aber Mama, ich kann doch den Heli nehmen. Sicher nicht. Nur weil wir die Möglichkeit haben, müssen wir ja nicht übertreiben. Was die Mutter aber an diesem Tag sehen muss, hätte sie nicht gedacht. Sie will ihren Sohn um 14 Uhr von der Schule abholen, aber er steht nicht am vereinbarten Treffpunkt. Jonas, dein Kaffee ist fertig. Ey Jonas, lass uns nicht nur hier rumsitzen. Wir sitzen doch sowieso den ganzen Tag. Lass uns mal auf Streife fahren. Müssen wir denn? Wir müssen Präsenz zeigen. Eileen hat mir aber gerade erst einen Kaffee gemacht und den will ich gerne trinken. Entweder nimmst du den Kaffee mit oder ich fahre allein. Na gut, dann komme ich halt mit. Als es nun losgehen soll, geht auf einmal die Tür auf und es kommt ein alter Mann herein, der ein sehr grimmiges Gesicht macht. Tag, ich bin der Werner und ich möchte mich beschweren. Ja, die Eileen wird sich sofort persönlich um ihr Anliegen kümmern. Ja. Der Jonas wird sich sofort persönlich um ihr Anliegen kümmern. Na toll. Und wieder bleibt alles an mir hängen. Was kann ich für Sie tun, Herr? Nennen Sie mich Werner. Okay, Werner. Was kann ich für dich tun? Sie sind doch die Polizei, oder? Ja, das stimmt. Und nun? Ich habe zurzeit sehr viel zu tun und ich komme einfach nicht weiter. Nun möchte ich Sie gerne fragen, ob Sie mir bei meiner Gartenarbeit helfen können. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Na klar, warum nicht? Wir sind von der Polizei und keine Gartenfirma. Die Polizei, dein Freund und Helfer! Lächerlich! Oh Mann, ey. Als Werner aus der Tür gehen möchte, kommt ihm ein aufgeregter Mann entgegen und rempelt ihn an. Aua! Passen Sie doch auf! Sind Sie blind? Ja, war ich das etwa? Natürlich waren Sie das, wer denn sonst? Ja, tut mir leid, ich habe es sehr eilig. Hallo, bin ich hier bei der Polizei? Also vorne an der Tür steht Polizei. Also denke ich mal ja, oder? Okay, ich habe was ganz Schlimmes gesehen und zwar, als ich dort drüben an der Kreuzung an der Ampel stand und das für die Autofahrer grün geworden ist, da musste ich eine Vollbremsung hinlegen, weil auf einmal ein Mann bei Rot über die Straße gelaufen ist. Das ist eine Frechheit. Jetzt möchte ich bitte eine Anzeige aufgeben. Eine Anzeige? Ja, bitte, wegen Verkehrsverletzung. Ja, aber das hätten wir schon selber machen müssen, wenn wir vor Ort gewesen wären. Ja, das waren Sie aber nicht. Das stimmt. Meine Güte, dann kümmere ich mich eben selbst darum. Tschüss. Tschüss? Sag mal, was für ein Fall liegt denn heute an? Guck doch mal an die Wand. Dort hängt es am schwarzen Brett. Warte, ohne meine Brille kann ich es nicht sehen. Oh, du hast eine neue Brille? Ja, schön, dass es dir auffällt. Ist deine alte nicht mehr scharf? Das geht dich gar nichts an. So, wollt ihr jetzt los oder was? Du, Marcel, mit der neuen Brille siehst du richtig scheiße aus. Ich habe doch keine neue Brille. Nein, aber ich. Als die beiden nun endlich losfahren konnten, sind sie in Richtung Schule gefahren, weil diese im Brennpunkt liegt. Auf einmal sehen die beiden eine Mutter vor der Schule um Hilfe rufen. Hilfe! Mein Kind ist weg! Sie sehen die Mutter aufgelöst herumrennen. Hallo, junge Frau. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Ja, mein Kind ist weg. Wie lange suchen Sie Ihr Kind schon? Ich suche meinen Sohn schon fast 2 Stunden. Wie heißt denn Ihr Sohn? Mein Sohn heißt Olaf.
Hier ist ein Bild von ihm. Waren Sie schon in der Schule und haben ihn da gesucht? Oder haben Sie schon mit seinem Klassenlehrer gesprochen? Nein, seine Freunde habe ich auch nicht gesehen. Dann ist Ihr Sohn bestimmt mit einem seiner Freunde nach Hause gegangen. Ja, kann sein. Ich werde seine Freunde mal anrufen. Die beiden Beamten fahren nun weiter auf ihrer Streife und die Mutter ruft die Freunde von ihrem Sohn an. Auf einer Kreuzung passiert ein Unfall und die beiden Beamten fahren genau auf diese Kreuzung zu. Manni, haben Sie eigentlich keine Augen im Kopf? Mein Auto ist jetzt vollkommen demoliert, Sie Idiot! Aha, da hinten kommt ja schon die Polizei, welch ein Glück. Ah, Mann, das tut mir so unendlich leid. Guten Tag, die Herren. Was ist denn hier passiert? Dieser Mann hat einfach keine Augen im Kopf. Was kann ich denn dafür, wenn Sie mit 100 um die Kurve kommen? Hier sind nur 50 erlaubt. Sorry, ich hatte es etwas eilig. Das ist bestimmt ein Missverständnis. Können wir das eventuell auf der Wache klären? Ob Missverständnis oder nicht. Sie kommen jetzt beide mit auf die Wache. Ja, tut mir ja leid, aber ich muss zur Schule. Ein Freund wartet da. Daraus wird leider nichts. Sie müssen mit auf die Wache kommen. Wirklich jetzt? Das ist doch bestimmt ein Scherz. Entweder Sie kommen jetzt freiwillig mit, oder wir müssen Sie zwingen. Ist ja schon gut, ich komme mit. Nun fahren Sie zur Wache, um die Aussage zu tätigen. Der Lehrer fährt nach seiner Aussage so schnell es geht zur Schule. Die Beamten denken sich nichts dabei. Na, endlich kommst du auch mal. Hat ja ganz schön lange gedauert. Ja, tut mir leid. Wenn mir nicht so ein Idiot ins Auto gefahren wäre und diese blöden Bullen mich nicht mit zur Wache genommen hätten, dann wäre ich früher hier gewesen. Naja, okay. Jetzt bist du ja da. Und was machen wir als nächstes? Ja, ich müsste diesen Olaf irgendwie in mein Büro bekommen, um ihm da etwas ins Getränk zu mischen. Ich dachte, das hättest du schon längst gemacht. Was soll die Scheiße denn? Das ist alles kostbare Zeit. Es tut mir leid. Diesen Olaf sieht man fast nie auf dem Schulhof oder sonst wo. Deswegen wird das erst heute gehen. Aber wo ist er jetzt? Auf einmal taucht die Mutter auf dem Schulhof auf und rennt zu dem Lehrer. Daraufhin haut Fritz ab. Ach du liebe Scheiße. Schnell weg hier. Hallo, Herr Schubert. Haben Sie mein Kind gefunden? Oder was haben Sie gerade mit dem Mann dort besprochen? Das war ein Privatgespräch. Das geht Sie überhaupt nichts an. Oh, ist ja schon gut. Ich will doch nur meinen Sohn zurück. Er ist mein Ein und Alles. Ich habe immer noch keine Ahnung und ich muss jetzt weiter. Tut mir leid, bis bald. Endlich bin ich die los. Die darf nichts wissen. Die Mutter ist verstört und geht wieder zur Polizeiwache zurück. Aber die beiden Beamten, mit denen sie am Nachmittag geredet hat, sind nicht mehr da. Lass uns mal wieder zur Wache zurück. Auf der Straße ist jetzt sowieso nichts los. Na, endlich. Mal wieder neuer Kaffee. Du immer mit deinem blöden Kaffee. Lass mich doch. Als die beiden Beamten zur Wache zurückkommen, ist die Frau schon längst wieder weg. Vorhin war eine Frau hier. Die wollte zu euch wegen ihrem Sohn. Na gut, dann müssen wir mal zu ihr fahren. Ah, geht es doch ohne Kaffee? Ja, geht es. Und nun los. Polizei Hamburg, Part, guten Tag.
Hallo? In mein Haus wurde eingebrochen. Das auch noch? Wir sind auf dem Weg. Bleiben Sie ruhig und fassen Sie nichts an. Die beiden Beamten sind zur Frau Feldmann gefahren und stehen vor der Villa, aus der sehr viele Wertgegenstände entwendet wurden. Ach, es fehlt so viel. Wissen Sie, was entwendet wurde? Nein, ich habe nur gesehen, dass die Tür aufstand. Komm, lass uns mal in die Villa gehen. Ja, dann los. Nun gehen die beiden Beamten in die Villa und suchen das ganze Haus nach Spuren ab. Finden aber nichts. Boah, warum passiert das alles? Erst mein Sohn und jetzt noch der Einbruch in meine Villa. Frau Feldmann, wir werden Ihren Sohn und den Einbrecher finden. Keine Sorge. Wie lange soll ich denn noch warten? Wir brauchen auch unsere Zeit. Aber ich sage Ihnen, wir werden Ihren Sohn finden. Das verspreche ich. Okay. Ich versuche ein bisschen, mich auszuruhen. Ja, machen Sie das. Wenn wir etwas Neues wissen, werden wir Ihnen sofort Bescheid geben. Vielen Dank. Die beiden Polizisten fahren zurück auf die Wache und müssen feststellen, dass der Mann, der in den Autounfall verwickelt war, auf dem Revier wartet. Schönen guten Tag. Was machen Sie denn hier? Waren Sie das nicht auch, der am Unfall vorhin beteiligt war? Ja, war ich das etwa? Ja, das waren Sie. Was können wir für Sie tun? Also, ich bin vorhin an einer Villa vorbeigefahren und habe gesehen, dass die gerade ausgeräumt wurde. Und warum haben Sie uns nicht direkt angerufen? Also, ich dachte erst, der Mann wohnt da und räumt nur Sperrmüll raus. Sperrmüll? Sperrmüll? Das sind alles Designermöbel. Die kosten mehrere hunderttausend Euro. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Naja, jetzt, wo Sie es sagen... Können Sie den Täter beschreiben? Ja. Er war schwarz gekleidet und hatte eine schwarze Sturmhaube auf. Und trotzdem haben Sie uns nicht gerufen? Es gibt keine normalen Leute, die am Tage mit einer Sturmhaube ihre Möbel auf den Sperrmüll bringen. Wir hätten ihn auf frischer Tat erwischen können. Bleib ruhig, mein Freund. Ist doch so. Ja, sorry, tut mir leid. Das nächste Mal werde ich schlauer sein. Ja, okay, dann ist ja gut. Danke trotzdem. Sie können jetzt fahren. Ja, danke. Tschüss. Nun sind die beiden wieder allein auf der Wache und warten auf den nächsten Einsatz. So, du reicher Bengel, wo hat deine Alte das ganze Geld versteckt, was ihr zu Hause habt? Red mal deutlicher, ich verstehe kein Wort. Was willst du von mir? Ich verstehe dich einfach nicht. Warte mal, ich mach dir das erstmal ab, dann verstehe ich dich auch besser. Aua! So, wo hat deine Alte nun das Geld versteckt? Ich sage es dir, wenn du mich mal anrufen lässt. Netter Versuch, mein Freund. Und was hast du jetzt mit mir vor? Wenn du es mir nicht sagst, dann werde ich erst dich... Und dann deine Mutter töten. Ja, okay, ich sage es dir ja schon. Die beiden Polizisten fahren ihre Abendrunde am Hafen, bis sie einen Einsatz auf die Autobahn bringt. Zentrale an alle Einheiten. Überfall auf einen Geldtransporter auf der A4. Die Täter flüchten in einem schwarzen Ford Explorer. Kennzeichen lautet KPR74. Wagen 38 verstanden, sind unterwegs. Lass uns mal nach dem Einsatz was essen gehen. Du denkst doch immer nur ans Essen.
Und dann bestimmt noch ein Kaffee, oder? Ja klar, das gehört dazu. Nachdem sie ihren Einsatz beendet haben, sind die beiden Beamten was essen gegangen und dann wieder auf die Wache gefahren. Habt ihr es denn jetzt endlich geschafft, den Jungen zu entführen? Ja, haben wir. Fritz versucht schon, was aus ihm herauszubekommen. Ich hoffe, das kriegt er auch ohne dich hin. Naja, ich denke schon, so blöd ist er auch nicht. Die beiden diskutieren noch etwas und gehen anschließend ins Bett. Fritz versucht währenddessen, noch mehr aus Olaf herauszubekommen. So, du dummer Junge, zum letzten Mal. Wo hat deine Mutter das ganze Geld versteckt? Auf ihrem Konto. Ja, das weiß ich auch. Aber sie muss doch zu Hause auch Wertgegenstände haben. Ja, hat sie. Und wo? Was wo? Die Wertsachen. Ich habe eine Krankheit, die nennt sich Demenz. Oh, das ist schlecht. Ja, das stimmt. Ja, das ist ein großes Problem. Ein Riesenproblem. Wie lange hast du dieses Problem denn schon? Welches Problem? Ach, egal. Schon gut. Ja, kann ich jetzt schlafen? Am nächsten Morgen haben die beiden sich beim Frühstück der Familie Kruse in der Wolle. Du, Schatz? Ja? Ich freue mich schon, wenn wir das Geld haben. Dann habe ich Geld ohne Ende. Du, Schatz, wenn wir das Geld haben, habe ich endlich viel Geld. Du, Schatz, dann habe ich ja mehr Geld als du. Wie kommst du denn darauf? Ja, ohne Ende ist... ohne Ende. Aber unendlich ist ja nun mal unendlich. Was soll denn danach noch kommen? Es ist ja unendlich, mehr geht ja gar nicht. Ist ja schon unendlich. Nun ja, aber ohne Ende ist ohne Ende. Es ist ja schon mehr als unendlich, ist ja ohne Ende. Aber unendlich ist ja nun mal unendlich. Was soll denn danach noch kommen? Es ist ja unendlich, mehr geht ja gar nicht. Ist ja schon unendlich. Ja, aber ohne Ende ist ja ohne Ende. Ohne Ende, ohne Ende, unendlich ist... ohne Ende ist doch viel mehr. Unendlich ist unendlich wie das Weltall. Kapierst du das nicht, du dusselige Kuh? Was? Weißt du was? Du kannst dich mal tierisch am Arsch lecken. Und zwar unendlich. Endlich ist der Streit vorbei. Und der Lehrer geht zur Arbeit und die Frau bleibt zu Hause. Mal sehen, was die Beamten auf dem Revier so machen. Guten Morgen, Eileen. Wie geht's so? Mir geht's gut. Und selber? Wo ist denn Marcel? Ach der kommt mal wieder zu spät. Ach so. Wenn du magst, setz dich Kaffee auf. Ja, gerne. Wir sehen uns dann gleich im Büro. Ja, bis gleich. Der Kollege von Jonas war gestern Abend noch etwas länger wach, weil er einen Bericht schreiben musste. Na, Jonas? Was machst du denn schon am PC? Ach, dieser komische Autounfall bringt mich noch um den Verstand. Was für ein Unfall? Ach, letztens war ein Autounfall auf der Kreuzung vor der Schule. Oh, habe ich wohl verpasst. Und eigentlich sollte Marcel diesen blöden Bericht schreiben, aber wie du siehst, ist er nicht da. Und jetzt muss ich das machen. Als Jonas den Bericht fertig hat, kommt plötzlich Marcel durch die Tür. Mit dem Bericht. Guten Morgen, meine zwei Lieblingskollegen. Ach, auch schon da. Warum so spät? Ich war etwas länger wach, weil ich den Bericht geschrieben habe. Ja, wir sehen uns dann später. Ich gehe jetzt mit Eileen auf Streife. Nein. Doch. Oh. Ja, okay. In welche Richtung wollt ihr? Richtung Hafen? Okay, Jonas. Und dann los. Ja, Eileen, ich bin fertig. Und du? Ja, los. Die beiden sind nun wieder auf Streife. Und ebenso auch Marcel. Nur, dass Marcel die Stadt befährt und nicht den Hafen.
Fritz ist immer noch mit Olaf in der Lagerhalle und versucht, was aus ihm herauszubekommen, als der Lehrer dazukommt. So, ich hoffe für dich, dass du etwas herausbekommen hast, Fritz. Boah, ey, der vergisst ja alles. Der hat Demenz. Das ist schlimm. Das ist keine gute Krankheit. Ja, eine ganz schlimme. Wirklich eine sehr schlimme Krankheit? Welche Krankheit? Demenz! Bist du blöd? Okay, ja. Was meinst du, was man da machen könnte? Mir fällt nur ein, foltern. Wie genau foltern? Keine Ahnung. Während die beiden ihre Meinungsverschiedenheiten austragen, sind Jonas und Aline weiter auf Streife. Und Aline, wie läuft es so mit der Ausbildung? Bis jetzt ganz gut, aber ich habe noch ein Jahr vor mir. Ach, das schaffst du. Wagen 38 an Wagen 13. Leute, hört ihr mich? Habt ihr schon was? Hallo Marcel. Nein, noch nicht. Sind aber am Hafen und wenn wir was haben, melde ich mich sofort bei dir. Siehst du den Mann, der da hinten gerade in die Halle geht? Ich glaube nicht, dass der ein Boot hat. Woher willst du das wissen? Als Lehrer verdienst du nicht so viel. Und woher weißt du, dass es ein Lehrer ist? Ich hatte einen Fall mit ihm und kenne diesen Mann. Sag mal Marcel Bescheid. Marcel? Hörst du? Wir haben laut Jonas jemanden in der Halle gesehen, den ihr kennt. Ach, den Lehrer. Ja, okay. Kommst du zu uns? Alles klar, bin auf dem Weg zu euch. Ende. Kuckuck, nach langer Zeit bin ich auch mal wieder da. Nun warten Jonas und Aline auf ihren Kollegen Marcel, um das Gebäude zu umstellen. Ah, da hinten kommt er ja schon. Marcel kommt mit Blaulicht angefahren und macht eine Vollbremsung vor den beiden. Aline, rufst du bitte Verstärkung? Ja, mache ich. Wagen 13 für Zentrale? Zentrale hört. Wir brauchen dringend Unterstützung. Schickt uns Einheiten und das SEK. Verstärkung ist auf dem Weg. Das SEK ist in 15 Minuten vor Ort. Viel Glück. Marcel und Jonas springen in den Wagen und Marcel startet schon mal den Motor, als die Verstärkung anrückt. Ah, perfekt. Da kommt jetzt schon die Verstärkung. Die SEK-Beamten rennen schon mal aufs Dach und machen sich für den Zugriff bereit. Komm, los geht's. Oh ja, das wird cool. Jungs, zeigt es den Arschlöchern. Bereit, Jonas? Bereit, Marcel. An alle, Zugriff! Zugriff! Polizei auf dem Boden! Plötzlich greifen Fritz und der Lehrer zu den Waffen. Und auch die Mittäter von den beiden fangen an, auf die Beamten zu schießen. Jonas und Marcel haben die Mittäter voll getroffen und Fritz hat einen Streifschuss am Arm abbekommen. Ja! Tja, die Herren, das war's dann wohl. Wir haben eine schöne kleine Stube für euch. Scheiße, alles nur wegen deiner Alten. Halt deine Fresse. Kollege, warte mal. Wie ihre Frau, was hat die damit zu tun? Seine Alte ist die Drahtzieherin in der ganzen Sache. Halt die Fresse, Fritz! Ja, aber jetzt ist es raus. Alles klar, danke. Abführen. Aline, kannst du mal bitte zu dieser Adresse fahren? Da wohnt die Frau von dem Lehrer. Und nimm sie fest. Okay, werde ich tun. Aline, hier, nimm meinen Dienstwagen. Ich werde mit Marcel beim SEK mitfahren, da er ja seinen Wagen zu Schrott gefahren hat. Und weißt du zu was? Zu Recht. Gut, Jungs. Dann bis nachher. Nun bringt das SEK die Jungs zum Revier und Aline fährt zu der Frau und bringt sie auf die Wache.
doch nicht. Aufmachen! Polizei! Geben Sie auf! Es hat keinen Zweck mehr! Ja? Sie sind vorläufig festgenommen wegen Mittäterschaft in einer Entführung mit Körperverletzung. Bitte stellen Sie sich an die Wand, spreizen die Beine und nehmen die Hände hinter den Kopf. Okay, ist ja gut. Beruhige dich. Ich gebe Ihnen gleich mal was. Beruhig dich. Meine Kollegin geht es wegen ihrer Scheißaktion richtig schlecht. Ja, tut mir leid. Aber konnte ich wissen, dass es so ein Ausmaß annimmt? Ich wollte nur das Geld. Ja, das hätten Sie sich vorher überlegen müssen. Jetzt kommen Sie mit. Ja, siehst du, das haben wir doch gut geschafft. Wir sind doch Kollegen, ein gutes Zweierteam. So wie Bud Spencer und Terence Hill, Ernie und Bert, Bonnie und Clyde. Oder so wie Michael Knight und Kit, oder Patrick und SpongeBob. Ihr müsst doch Helium im Kopf haben, damit ihr überhaupt aufrecht stehen könnt. Au, das war gemein. Bei Familie Feldmann verläuft der Tagesablauf jetzt auf einmal ganz anders. Mama, muss ich ab morgen wieder in die Schule? Ich hab dir eine Privatlehrerin organisiert. Ey, cool, nie wieder früh aufstehen. Sie kommt um 9. Nein, scheiße, doch nicht ausschlafen. Hallo und ein letztes Mal. Der Lehrer, seine Frau und Fritz wurden zu einer lebenslangen Haftstrafe verdonnert. Olaf bekommt Privatunterricht und seine Familie ist in eine andere Stadt gezogen. Aline hat ihre Ausbildung beendet und die Endprüfung mit einem Durchschnitt von 1,7 bestanden. Sie ist jetzt fester Bestandteil der Wache in Hamburg. Die beiden Jungs sorgen weiterhin für Ruhe und Ordnung in der Stadt.